Ihr Projekt wurde für gut, aber ergänzungsbedürftig empfunden und von dem her ist sie dann nochmal eine Schleife gegangen, hat noch einiges in Anspruch genommen und hat es gewagt, worüber ich mich sehr freue, nochmal zu pitchen und heute steht sie da als allererste, Julia Hucke vom Spieler. Danke. Muss hier nochmal doppelt draufklicken? Genau. Moment noch kurz, Julia, bevor du startest. Wir haben gut etwas Zeit, immer diese technischen Probleme. Dann können gleich die jetzt noch dazugestoßen sind, sich noch einen Platz suchen. Ja, ich bin die Julia und ich würde gerne direkt mit einem Bild einsteigen, mit dem Sie oder ihr so oder ähnlich in den letzten Jahren sicherlich schon mal in Kontakt gekommen seid. Immer mehr Kinder und Jugendliche sitzen vor immer mehr technischen Geräten und spielen vor allem immer mehr Computerspiele. Also weit über die Hälfte der Kids spielt mindestens einmal in zwei Wochen, ganz viele davon sogar täglich. Und da kann man sich natürlich fragen, inwieweit das jetzt durchaus bedenklich ist. Genau in dem Zusammenhang ist auch das Thema der Medienverwahrlosung in den letzten Jahren immer lauter geworden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Technik ersetzt den Teddybären, die Kids starren nur noch auf ihre Tablets und Smartphones und Computer und reden gar nicht mehr so richtig miteinander. Gerade in diesem Gaming-Bereich, der, wie wir ja eben gehört haben, immer auch größer wird, ist auch das Thema Sucht und Suchtkrankheiten sehr aktuell diskutiert. Nicht zuletzt deswegen, weil es auch so ein paar sehr unschöne Gamer-Stereotypen-Bilder gibt. Da haben wir zum einen den computerchinesisch sprechenden Freak, der die ganze Zeit sich mit seinem Technikkram beschäftigt, sich aber ansonsten nicht so richtig artikulieren kann. Dann gibt es den verwahrlosten Zocker, der isoliert in seinem Zimmer sitzt, die ganze Zeit Online-Rollenspiele spielt und sich vielleicht auch so ein bisschen gehen lässt. Oder eben auch den Killer, der in großem Ausmaß gewaltverherrlichende Spiele spielt. Das hört sich jetzt alles nicht so schön an, aber diese Bilder sind halt sehr präsent in unserer Gesellschaft. Und auch wenn man das bei mir jetzt vielleicht nicht so denkt, das wird mir zumindest immer wieder oft gesagt, war und bin ich bis heute sehr aktiv in diesem Gaming-Bereich. Also ich habe schon als Kind sehr, sehr viel gespielt, digitale Spiele gespielt. Ich muss zugeben, auch Spiele, wo jetzt die Altersempfehlung auf den Packungen nicht immer unbedingt mein Alter gesprochen hat. Habe mich aber jetzt hier bei diesen Typen auch nirgendwo wiedergefunden. Also für mich war das gar kein Problem. Ich war einfach ein Kind, das gerne Computerspiele gespielt hat, so wie andere Leute Sticker gesammelt haben oder im Sportverein waren. Das war eigentlich auch gar kein Problem, bis ich so in etwa in die 5. Klasse gekommen bin. Da war ich nämlich auf einmal allein. Da saß ich dann in der Mitte auf dem Schulhof. Ich hatte das Gefühl, um mich drumherum geht so ein radioaktives Feld. Die Mädchen wollten nichts mehr mit Mädchen zu tun haben, die eher so Jungs-Sachen machen, die eben Computerspiele spielen. Und die Jungs, naja, die fanden ab dem Alter Mädchen erstmal aus Prinzip lange Zeit doof. Und naja, da war ich halt erstmal allein, was für mich echt blöd war, weil ich eigentlich bis dahin ein sehr sozialer Mensch war. Also ich habe mich gerne mit anderen Leuten ausgetauscht, gerne was mit anderen gemacht, aber das war hier eben nicht möglich. Das dachte ich zumindest damals. Hätte ich mal von oben geguckt, hätte ich gesehen, dass das eher so ausgesehen hat. Also es nämlich ganz viele Leute gab eigentlich wie mich, die ähnliche Interessen hatten, mit denen ich mich auch gut hätte verständigen können. Wir waren bloß alle so in unserem Film drin, dass wir nicht nach oben und links und rechts und nach unten gekommen sind. Mir ging es halt damals tatsächlich richtig schlecht. Also ich bin auch krank geworden, ich habe Depressionen bekommen. Hört sich alles sehr klischeehaft an, aber ich habe auch zugenommen und meine schulischen Leistungen sind halt echt in den Keller gegangen, weil ich überhaupt nicht mehr diesen sozialen Kontakt hatte zu meiner Altersgruppe. Und jetzt kann man sich halt fragen, warum ich halt heute trotzdem ganz okay hier stehe. Ich hatte halt das Glück, dass ich eine Familie habe, die sich sehr liebevoll, verständnisvoll und eben auch technikbegeistert da um mich gekümmert hat, mich aus dem Loch rausgeholt hat, mir gezeigt hat, also mein Papa hat mir das viel gezeigt, was ich eben auch Konstruktives mit dieser Begeisterung machen kann. Dass ich selber sogar Spiele entwickeln kann, dass ich sehr viel mit Spielen lernen kann.
und auch Spiele machen kann, mit denen andere Leute viel lernen können. Ich habe für meine Schwester kleine Matheprogramme geschrieben. Ich habe unglaublich viel Englisch gelernt, weil ich sehr viel englische Spiele ausgespielt habe. Insgesamt mein technisches Verständnis hat sich enorm vergrößert in der Zeit, was heute für mich echt von Vorteil ist, möchte ich so sagen. Und dieses Glück hatten eben viele von den Leuten hier ringsherum, beziehungsweise eben auch Leute heute, haben das nicht, weil es einfach keine bis sehr wenig Anlaufstellen gibt in dem Bereich, wo sich Leute da eben mal treffen können, zusammenkommen können und darüber reden können. Und genau das wollen wir mit unserem Angebot, dem Spiellabor, nämlich ändern. Wir wollen einen Raum für diese Menschen schaffen, wo sie sich physisch begegnen können und eben ihre Begeisterung kreativ, konstruktiv und letztendlich auch reflexiv ausleben können. Wir wollen die Leute eben abholen, bevor sie in diesem Gaming-Klischee so versinken, wie wir da vorhin gesehen haben, weil das passiert de facto, wenn man nichts dagegen macht. Wir wollen zusammen Spiele testen, Spiele verstehen, Spiele entwickeln und dabei nicht nur fachliche Kompetenzen weitervermitteln, wie jetzt Game Design, Programmierung und so weiter, dramaturgische Sachen, sondern vor allem eben auch dazu befähigen, einen ganzheitlichen Blick auf die eigene Medienbiografie und eigene Mediennutzung zu entwickeln. Mal zu sich selber kritisch zu fragen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich vor dem Bildschirm sitze. Vielleicht eben auch diese ganzen Schnittstellen zwischen digital und analog so ein bisschen zu entlarven, die es rings um uns herum gibt, sehr, sehr viele. Viele digitale. Ich habe es vergessen, anfangs zu erwähnen, nach 5 Minuten klatschen wir ganz erbarmungslos. Ich habe jetzt wieder. Naja, ist klar. Mac läuft einfach. Genau, nach 5 Minuten klatschen wir und jetzt haben wir genau 7 Minuten Zeit für Nachfragen, für Anmerkungen aus dem Publikum und wer beginnt? Vielleicht können wir die vorletzte Folie noch mal sehen. Die oder? Ja, was ist denn mit Artikulationsfähigkeit gemeint? Viele Leute denken immer, okay, wie ich vorhin gesagt habe, Spiele kann man nur spielen, aber man kann die tatsächlich auch nutzen, um auch Menschen, die jetzt vielleicht gar nichts mit Gaming zu tun haben, um deren eigene Träume, Wünsche, Vorstellungen durchaus zu visualisieren, begreifbar und auch begehbar zu machen. Wenn ich zum Beispiel in der Stadt, das ist jetzt auch ein altes Projekt von uns, Faire Stadt der Zukunft, baue, wie ich mir zum Beispiel eine zukünftige Stadt vorstelle und dann andere Leute da durchführe, dann wird das für die auch auf einmal ganz, also viel plastischer. Also eine eigentlich abstrakte Sache, eben durch diese Begeisterung sehr begreifbar, verstehbar zu machen. Angelika? Was stellst du dir vor, wer kriegt Geld für das Projekt? Ja, das ist ein Punkt. Da erhoben wir uns natürlich auch so ein bisschen die Unterstützung vom Social Impact Lab, was den Kontakt zu Stiftungen und anderen Partnern angeht, weil wir da noch so ein bisschen grün hinter den Ohren sind. Wir sind auch schon mit vielen Leuten im Gespräch, als auch mit Schulsozialarbeitern und so weiter, die dafür Fördermittel jetzt beantragen werden. Also zumindest hier in Leipzig gibt es da schon. Wir haben auch schon das Spiellabor in der Medienwerkstatt hier in der Villa Leipzig, was sehr, sehr gut angelaufen ist und wo uns eigentlich die Kids die Bude einrennen und die Eltern richtig happy sind, dass sich jemand kompetenter um ihre Kinder kümmert. Und da gucken wir jetzt, wie wir das Ganze halt skalieren und ausweiten können. Auf der anderen Seite machen wir halt auch Multiplikatoren-Schulung für Lehrer, Erzieher, andere Interessierte, geben so ein bisschen Workshop, um auch diesen Generationen-Dialog mal wieder so ein bisschen anzuschubsen, der meiner Meinung nach auch so ein bisschen eingeschlafen ist in den letzten Jahren. Die Kids selber wollen wir jetzt halt eigentlich nicht abzocken. Das schließt ja auch wieder Leute aus. Es geht halt sehr viel über Fördermittel in dem Bereich. Andreas? Was heißt wir für dich? Ja, Entschuldigung. Also wir sind zum einen meine Person und dann noch mein Kollege Max Strohmeier, der heute leider nicht da sein kann, weil er nämlich genau so ein Spiellabor gerade in der Medienwerkstatt durchführt. Ja. Also zwei. Genau. Stefan? Ja. Wie wollt ihr euch mit eurem Angebot Spiellabor von dem klassischen Computerclub abgrenzen? Ja, also, das ist eine Frage, die aufkommt. Ist ja so, es gibt durchaus Stellen, wo man hingehen kann. Es gibt ja auch die Computerspielschule hier in Leipzig zum Beispiel, die hat eigentlich auch ein schönes Angebot. Das ist aber eher klassisch, dass man eine betreute Zeit hat, wo man eben unter Aufsicht auch spielen kann. Oder es gibt eben schon Projekte, die aber zeitlich stark begrenzt sind. Wir wollen halt ein regelmäßiges Angebot schaffen. Also das findet tatsächlich bei uns jede Woche statt. Wir haben Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs bis jetzt.
Und das ist halt das, was den Kids sonst auch fehlt. Ich habe eine schöne Woche, das war jetzt ganz interessant, dieses Projekt. Jetzt ist es weg, was mache ich jetzt? Und das ist halt die Sache, die gibt es so nicht. Ich habe echt schon umgeguckt, mit wem man da auch zusammenarbeiten könnte, aber es gibt es so in der Form tatsächlich nicht. Ja, du hast es gerade angedeutet, was ich nicht ganz erkennen konnte, ist das pädagogische Konzept dahinter. Also du hast gerade gesagt, du scheißt dich von Computerspielclub, da muss ja ein pädagogisches Konzept geben. Wenn du sagst, immer Kurs, einen fortgeschrittenen Kurs, wie ist dieses pädagogische Konzept strukturiert, aufgebaut? Wer sind die Zielgruppen im engeren Sinne und wie harmonieren sozusagen diese Zielgruppen? Gleich mehrere Fragen, ja. Also erstmal grundlegend arbeiten wir halt viel mit dem an sich im Ansatz Medienkompetenzmodell. Weiß nicht, ob euch der Name was sagt, der Dieter Barke hat da sehr viel gemacht, der eben diese Medienkompetenz auch aus einem umfassenden Modell zusammensetzt. Zum einen eben aus der Medienkritik, wo man eben in der Lage sein sollte, diese Sachen zu reflektieren, Medienkunde, Medienlust, also einen ganzheitlichen Blick. Diese Anfänger-fortgeschrittene Gruppe hat sich im Prinzip aus einem Prototypentest ergeben, wo wir gemerkt haben, okay, haben wir ja auch schon eigentlich vermutet, wir können nicht alle in eine Gruppe schmeißen, weil es eben sehr unterschiedliche Niveaus gibt. Natürlich, das Alter ist ganz entscheidend, also die Jüngsten bei uns sind 9, der Älteste ist gerade 16 und die kann man halt nicht zusammenpacken, so funktioniert das nicht. Die muss man auch anders ansprechen, die spielen ja teilweise auch schon wieder andere Spiele. Wir gucken halt in der Anfängergruppe vor allen Dingen sehr viel, okay, wo liegen denn eure persönlichen Stärken? Das ist sehr unterschiedlich und wie weit seid ihr denn in das Thema tatsächlich involviert? Und gehen dann eben, gucken in der Anfängergruppe, okay, wie finden wir das raus? Und gucken dann in der fortgeschrittenen Gruppe, da geht es tatsächlich mehr in die eigene Entwicklung, wie können wir das ausbauen, wie können wir dich gezielt unterstützen. Wir haben zum Beispiel auch Leute direkt aus der Industrie in der Hinterhand, die mal Vorträge halten können, die mal eine Spielführung machen können. Also einige kleine Indie-Studios, mit denen wir da in Kontakt stehen. Oder auch Fidelic Entertainment in Hamburg, falls einem das was sagt. Die sind in Deutschland halt mit das größte Computerspiel. Es gibt ja von Farmville so eine Initiative, es gibt eine Farm, die baut genau das an, was die Leute, die Spieler von Farmville wollen. Mhm. Sprich, die virtuelle Gemeinschaft steuert die Farm. Mhm. Ist sowas angedacht? Hier in Leipzig, keine Ahnung, deine Stadt. Ja. Muss ich zugeben, ich persönlich halte jetzt von Spielen wie Farmville tatsächlich nicht so viel. Also es ist halt sehr, ist ja letztendlich auch darauf ausgelegt, ein bisschen Profit zu machen in diesem ganzen sozialen. Also da geht es um eine Bildungsgeschichte, eine genau. Bildungsinitiative ja, dahinter. Ob das Farmville oder was weiß ich ist, wenn wir von Bildung sprechen, dass sowas sich dann ja in eurem Programm wiederfindet. Auf jeden Fall. Also wir arbeiten zum Beispiel gerade, sind wir mit einer Schule in Markenstedt im Gespräch, die eben gerne mit Minecraft arbeiten können. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, so ein bisschen digitales Lego, die ihre Schule zum Beispiel oder ihren Stadtteil auch nachbauen wollen, um so ein bisschen Identität wiederherzustellen, die anscheinend so ein bisschen verloren gegangen ist. Hat der Bürgermeister gesagt, wie kriegen wir die Jugend denn wieder hier mal ein bisschen Kultur irgendwie in Gang zu bringen? Und da gibt es eben Projekte, wo man zum Beispiel Städte, Schulen nachbaut, das Ganze auch überregional gestaltet, zum Beispiel, dass ich mir in, was weiß ich, Buxtehude hier in Leipzig was angucken kann. Wir sind in einem Gespräch mit einem Projekt in Dresden, wo es darum geht, ein digitales Museum quasi zu erschaffen, was man begehen kann, was letztendlich auch wieder im Museum ausgestellt wird. Also es gibt da sehr, sehr viele Ansätze, eben gerade Richtung Bildung, Kultur, das Ganze wieder anzubauen. So, als zweites kommt Peter Hartmann und er stellt uns die Invest-Community vor. Ja, schön, dass ich heute das vorstellen kann. Und zwar ist es von mir eine Idee, sozusagen eine Plattform ins Leben zu rufen, um alle ökologischen Visionäre, Vordenker zusammenzubringen. Ich werde das gleich mal demonstrieren. Und zwar fußt es auf der Erkenntnis,
dass vieles in unserem Leben von größeren Unternehmen dominiert wird, halt, weil das effiziente Produktion, Massenproduktion ist halt das Effizienteste, was gängig gerade funktioniert, und das sehe ich halt als großes Problem oder als Herausforderung für Leute, die halt mit kleinen Ansätzen im Bereich urbanen Lebensräume nachhaltige Initiativen ins Leben rufen möchten. Und meine Erkenntnis ist, dass wir immer mehr Projektnetzwerke gründet, die ein nachhaltiges Wirtschaftssystem voranbringen möchten. Auch die Umwelttechnologiebranche wächst sehr schnell weltweit. Doch immer passiert zu wenig. Die können wir jetzt in Märkte behalten, trotz dieser Entwicklung ihrer Dominanz. Und deswegen ist es halt Tatsache, dass die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsinitiativen meist nur eigene Kommunikationsstrategien verfolgen, ohne andere Initiativen einzubeziehen. Ich plädiere dafür, sämtliche Kommunikationsprozesse, diese unterschiedlichen Akteure zusammenzufassen, damit ein ganzheitliches Gegengewicht gegenüber etablierten Marktwerten aufgebaut werden kann. Ja, und die Lösung sehe ich in der Vernetzung, gerade in der Kommunikation und der Vernetzung durch einerseits eine Webseite und dann durch physische Ideensalon, wo halt Architekten ihre Vision präsentieren. Und die Investor Community hat zum Ziel gesetzt, Menschen mit zusammenzubringen, zu verbinden. Gerade innerhalb der Plattform können Investoren mit Visionären an der Stadtzung arbeiten. Möglich macht das Kommunikationstools verschiedener Projekte, Blogs, Chatrooms, offene und geschlossene Foren. Und dann ist es halt auch möglich, dass offene Gruppen sich bilden können und über spezielle Kommunikationsschnittstellen gemeinsam an einer konkreten Zukunftsidee arbeiten können. So entsteht Projektcoaching, gesellschaftliche Wertschöpfung und zielgruppenorientierte Marketingstrategien. Ja, in Ergänzung dazu zum Portal soll ein Ideensalon entwickelt werden, der um die 4 Wochen so stattfinden wird in größeren Hallen und wo halt gerade Architekten dort ihre eine visionäre Kulisse schaffen, damit dort im Zentrum dessen des Geschehens sich Leute, Gründer zusammenbringen können, Investoren mit Vordenkern, Visionären. Premiere ist 2016 in Leipzig und dann soll, wenn alles klappt, die Ideensalon weiter wandern. Nach dem Open Innovation Konzept ist ganz wichtig, werden im Ideensalon innerhalb des Portals Innovationen generiert und geteilt, also die Öffnung des Innovationsprozesses von nachhaltigen Organisationen und Projekten. Unter Anwendung interner und externer Vermarktungswege entsteht eine Verbreitung von Zukunftswissen mit der Zielsetzung neuer Synergien und aktive Projektrealisierung. Insbesondere alternativ denkende Gründer und Absolventen, die halt so viel schwerer haben als wie gängige Marktakteure, da am Ball bleiben, bekommen die Gelegenheit, ihre Ideen in der Community bekannt zu machen. So entstehen neue Möglichkeiten durch Bündelung von Ressourcen, um Entwicklungskosten und Zeit zu sparen. Daraus ergeben sich breite Zugänge zu Ressourcen, Wissen, Praktiken und weiteren sozialen Kontakten. Ja, Einbringen von persönlicher Kompetenz, also das ist ja der Mehrwert, der dadurch entsteht, in der ganzen Sache, Wissen in dezentralen Innovationsprozessen. Mitbestimmungs- und Gestaltungsoptionen bei der Entwicklung von Produkten oder Generierung neues Wissens. Gestaltung von Innovationen wird stärker entkoppelt von der Zugehörigkeit der jeweiligen Person. Bei Speed Invest Community, das sind halt die Angebote, Investitionsfelder, Entdecken, multimediales Wikipedia für nachhaltige Lösungen, Verkaufsförderung von Produkten, Projekten und Service, gemeinsam an Lösungen arbeiten, Vernetzung, Marketing, Coaching und etc. Ja, was macht Invest Community so einmalig? Wir schaffen einen interaktiven Workspace. Dies soll in späteren Entwicklungsschritt innerhalb von Second Life Umgebung geschehen können, wo die Beteiligten als Avatar auftreten und gemeinsam Innovationen entwickeln können. Dies erleichtert Abstimmungs- und Kalkulationsplanung. Die Verbindung von physischen Netzwerktreffen mit virtuellen Netzwerkaktivitäten soll einen kollektiven, multifunktionalen Resonanzraum zur aktiven Zukunftsgestaltung schaffen. Und das sind die Modelle der Refinanzierung, Projektpartnerschaften, Transaktionen, eventuell Werbefinanzierung, eventuell Fördermittel, Nutzungsgebühren, je nach Anwendung der Webseite. Ja, und soweit zu diesem Thema. Was macht denn? Vielen Dank, Peter. Eine komplexe Materie, die du uns hier vorstellst. Fragen? Thomas. Also zuerst mal für den intellektuellen Marathon, den ich gerade durchgemacht habe, um das alles zu begreifen, das war so viel.
Aber das ist so schön mit deinem. Hast du Leipzig? Das ist ein Leipziger Dialekt, ja. Ich muss ja, es fällt schwer, das zu ver... Ich finde es gut, weil das ist der erste, nämlich der mit dem ganzen Pitch gemacht und richtig geschrieben hat. Das ist sehr sympathisch, als erstes Mal. Mich würde unheimlich interessieren, wie du dazu gekommen bist, oder was ist das, wo kommst du her, was machst du, wie bist du auf diese Dinge gekommen? Ich habe einfach eigentlich ganz unscheinbaren Wertegang, habe sozusagen, wollte Kunst studieren immer und habe es aber, ist nie dazu gekommen. Und ja, bin dann halt autodidaktisch, habe ich mich dann halt versucht, künstlerisch erstmal was zu entwickeln. Und dann habe ich mich versucht, mit Themen nachhaltiges Bauen, also Ernst Usch und Weizsäcker und die großen Themen, die noch so seit 2008 immer mehr zum Tragen gekommen sind, seit dem letzten Weltklimabericht und so. Ja, habe ich dann angefangen zu recherchieren, wer halt bei dem Gebiet immer am besten Pionier ist. Das Holzbau ist, ob das Elektromobilität ist oder ob das zum Beispiel nachhaltige Finanzierungsmodelle sind, also nachhaltiges Investment. Und dann habe ich halt mir so ein inneres Universum gebildet und bin zur Erkenntnis gestoßen dadurch, dass halt noch viel zu wenig passiert. Es wäre noch viel mehr möglich, konsequent nachhaltiges Wirtschaftssystem aufzubauen, was halt nicht immer dann abhängig sein muss von Fördermitteln, sondern das vielleicht später einmal möglich ist. Das ist auch wirtschaftlich tragfähige Modelle entstehen. Ich würde gerne wissen, was verstehst du unter Projektcoaching und wie willst du es genau initialisieren in deinem SWR? Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche es gut. Und zwar ist ein Coaching alleine der Begriff, verstehe ich als Betreuung, als Mitbeteiligung. Das bedeutet, dass derjenige, der mit seinem Projekt relativ allein dasteht, dass er einfach Leute findet, die nicht nur Finanzierung einbringen sollen, sondern auch Sachleistungen oder einfach nur Kommunikation, dass man über dieses Thema sich austauschen kann und dass man halt dadurch die Schnittstellen ergeben und dadurch entsteht ein Coaching, dass man wirklich auf Interessen gleiche stößt. Und natürlich sollen auch irgendwann mal, weil ich gerade gesagt habe, mit Second-Life-Umgebungen und so etc., mit späten Entwicklungsschritt, konkrete Coaching-Modelle ergeben, professionelles Coaching, vielleicht auch in dieser Ausstellungsprojekt mit integriert, wo dann im Zentrum des Geschehens dann Netzwerkprozesse entstehen sollen. Ja. Ganz wichtig, habe ich das Konzept noch nicht verstanden, so auf die Nachhaltigkeit. Es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Aspekten, wie Open Innovation, so ein Thema, was im Moment halt eben sowieso hypt und wo halt immer komplett neue Kollaborationsformen entstehen zwischen Unternehmen und zwischen der Unternehmen und Gesellschaft. Auf der einen Seite, wenn ich es verstanden habe, willst du so eine Art Plattform schaffen, in dem halt eben neuere innovative Ansätze sozusagen schnelle Verbreitung finden und diejenigen, die solche Dinge verbreiten wollen, halt eben auch dabei unterstützen. Genau. Immer durch kollaborative Prozesse. Ja. Ist das richtig, so wie ich es verstanden habe? Ja. Ich frage mich, wie das nachhaltig funktionieren soll, also wo sozusagen die Wirtschaftlichkeit daherkommt, weil eigentlich ist ja das World Wide Web die Plattform per se, es gibt so viele Informationen, die haben wir inzwischen alle bekommen. Ja, das ist auch Tausenden von, das ist natürlich ein Problem, aber es wird möglicherweise nicht dadurch gelöst, dass wir noch eine neue Plattform dazu bekommen. Ich sehe das auch so, dass ich das als, also diese Plattform selbst soll als Fokussierungssache dienen, weil das Web, das Internet und das Facebook ist so groß ausgedehnt mit Informationen, da verliert man so schnell darin. Und dann stößt man schnell auf Dinge, die nicht wirklich nachhaltig sind. Wenn man direkt sich mit sowas arrangiert, dann oder Leute treffen möchte, die auch so etwas Ähnliches vorhaben, dann wird das schwierig, wenn ich dann mich in der Suche begebe, dann habe ich hier diesen Fokus dann nur konsequent. Aber dann selektierst du für mich sozusagen, was wertig ist. Also ich habe gestern zum Beispiel, gerade wenn ich das Thema Bauen sehe, was auch Spaß mir so anguckt, was gibt es neue Trends im Bauen. Und dann kannst du unendlich, kannst du jahrelang recherchieren, so viele neue Trends gibt es dort, praktisch im Bauen, im ökologisches. Modulares Bauen, Cubes, ganz bewegliche Formen. Da gibt es so viele Sachen. Wer findet die Bewertung statt? Wer sagt darüber, was richtig, was der richtige Innovationsweg ist? Bewertung sollte nicht direkt festgestellt werden, sondern es sollen Interessengleichheiten entstehen können, Synergien, die
auf einem ähnlichen Level arbeiten, die sich dann wiederfinden. Die halt dieselbe Philosophie haben, dieselben Ansichten, ähnliche Ansichten haben, die sie halt diese Konsequenzmöglichkeit, die halt nicht überall gegeben ist. Und dafür müsstest du ein riesiges Portal mit komplett neuen Algorithmen machen. Deswegen ist es ja erforderlich, oder wäre es erforderlich, dass ich noch Partner finde. Also, wenn man jetzt eine Facebook-Gruppe aufmachen würde, nachhaltige Unternehmer oder so, würde das nicht reichen? Ja, das ist halt das Problem, dass halt diese spezialisierten Social Media Plattformen sehr gut ins Kommen sind. Dass das stark wachsender Markt ist und dass halt dieses Facebook selbst immer weniger Anhänger findet, weil halt das ist halt auch. Natürlich ist geplant, dies mit Facebook zu verlinken oder mit Twitter. Aber es soll halt nicht abhängig sein von Facebook. Also meine Frage ist eher. Wenn die Leute sich auf die Abhängigkeit von Facebook einlassen, tun ja viele, nicht alle, aber viele, würde das dann nicht dein Ziel auch zu 80% erreichen? Ja, ich sehe das ja, es ist ja auch eine Ergänzung zu diesen Ausstellungsprojekten. Das ist ja nicht nur die Webseite, sondern es ist auch dieser Ideensalon, der dann halt immer wieder regelmäßig stattfinden soll. Und diese Webseite selbst soll dann natürlich virtuelle Ergänzung dienen, dass die Leute dann immer permanent sich austauschen können. In Kontakt bleiben können. Und aber was ist der Ideensalon anders als eine Messe? Ja, das ist halt, es geht vorrangig mehr um Visionen, Prototypen, Experimente, die dort inszeniert werden. Weil auf einer Messe hat man immer fertige Produkte, die dann meist dann auch Vielen Dank, Peter. Jetzt bitte ich Robert Junge nach vorne und er wird uns das Projekt Takadimi vorstellen. Wenn ich loslege, dann geht's los, ne? Ja. Also, vorgestellt sind wir schon. Ich fange gleich mal an mit einer Geschichte. Das ist Steffi, die ist Musiklehrerin an der Musikschule Leipzig und hat eine Honorarkraftstelle und kommt am nächsten an die Musikschule und wird leider gefeuert. So, ist erstmal schwierig. Jetzt macht sie sich erstmal selbstständig, wird freie Musiklehrerin und steht vor der großen Frage, ja, wie kriege ich jetzt Schüler ran? Wenn man noch ein bisschen weitergeht, ist es nicht nur das, ist noch, sie muss sich organisieren, sie muss sich selbst vermarkten, muss Werbung machen. Sie muss irgendwie Verträge mit den Schülern machen. Sie muss Social Media Marketing im besten Fall machen, also das ganze Programm. Und dann kann ich noch eine Webseite gestalten und das noch optimieren. SEO kann er. Auf der anderen Seite haben wir Christine, die will Gitarre lernen. Ja. Und kommt zur Musikschule Leipzig, will sich anmelden. Ihre Mutter ruft da an und bekommt folgende Antwort. Es gibt keine freien Plätze, aber Warteliste. In Leipzig ist das sage und schreibe Platz 1500. Also, arme Christine. Wir denken, wir haben da eine Lösung mit Takadimi, wir nennen es die freie Musikschule. Und unsere Lösung ist, wir wollen die Musikschule mit passenden Lehrern in deren Nähe verbinden. Und das bringt für die Schüler weniger Wartezeiten, flexibler und individuellen Unterricht und für die Lehrer, die bekommen überhaupt erstmal Schüler und verdienen damit Geld und bleiben trotzdem unabhängig. Unser Credo, mehr Unterricht, weniger Organisation. Das kann dann so aussehen, dass man sich hier erstmal, kommen wir auf eine Landingpage, jetzt, das wäre Leipzig, guckt sich da das Instrument an, wählt hier ein Profil aus. Also die Christine kann hier die Steffi auswählen. Auf dem Profil nochmal gucken, passt das auch alles und direkt eine kostenlose Probestunde vereinbaren. Wir haben auch ein bisschen den Markt analysiert und in Deutschland 26.000 freie Musiklehrer, 24.000 Honorarkräfte etwa an Musikschulen. Und wir denken, ein Siebtel, also 7.000 Lehrer können potenziell deutschlandweit für Takadimi sein. Auf der anderen Seite gibt es ungefähr 1,2 Millionen Musikschüler in Deutschland, 700.000 davon an Musikschulen und
unser Potenzial sollte das sein von den freien Musik, die an freien Musiklehrern, bei freien Musiklehrern sind und in Wartelisten an Musikschulen. Davon die Hälfte, also ungefähr 52.000. So, wie verdienen wir Geld? Neben normalen, kostenlosen Basic-Mitgliedschaften soll es eine Art Premium-Mitgliedschaft geben. Die hat dann extra Services und soll 10 Euro im Monat geben und wird von den Lehrern bezahlt. Und daneben wollen wir noch extra Vertriebspartner einbinden. Also zum Beispiel Instrumentenbauer oder Verlage, die Lehrbücher verkaufen. Und darüber soll dann noch extra Provisionen zu Verkäufen an die Schüler oder Lehrer erzielt werden. Nochmal zu dem Premium-Modell, was gibt es da mehr? Zum Beispiel, also neben dem normalen Profil anlegen und Schüler fragen, soll extra noch sowas als Schüler verwalten können. Man soll die auch abhalten können über das Tool. Man kann mit anderen Lehrern Räume teilen, man kann kleine Kollektive bilden. Instrumentenkarussell, wenn das nichts sagt, das ist so eine Technik für ganz junge Heranwachsende, die noch nicht wissen, was sie lernen wollen. Die können dann jede Woche mal ein anderes Instrument ausprobieren. Und Austausch zwischen den Lehrern soll stattfinden und mit Hilfe und so. Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Wir wollen besonderen lokalen Bezug herstellen durch Headquarters und Ansprechpartner, zumindest in den großen Städten. Dann wollen wir vor allem passende Verbindungen herstellen, dass die Chemie zwischen Lehrer und Schüler weiter stimmt, dass man mehr Spaß im Unterricht hat. Kostenlose Probestunden, dass man den Lehrer erstmal face-to-face kennenlernt und dann den Unterricht auch erst abnimmt. Bewertungssystem zum Validieren des Lehrers, geringe Verwaltungskosten, sehr so ein Abgrenzung zur Musikschule, weil die ja ziemlich hohe Verwaltungskosten haben. Und auch Nischeninstrumente sollen bei uns Platz finden, also ja, moderne Musik, wie zum Beispiel DJing oder sowas. So, das sind wir, also ich bin Robert Junge, Fabian Sachsenröder, mein Entwickler, oder wir machen das zusammen, ich meine. So, Social Impact, warum sind wir hier, was wollen wir hier, was ist unser sozialer Mehrwert? Wir wollen vor allem den Schülern, also den Zugang zur Bildung erweitern, wir wollen Vielfalt von Instrumenten und Lebensformen vergrößern und den Lehrern selbstständigen Unterricht ermöglichen, trotzdem faire Stundenpreise und ich komme mir vor, es ist noch besser. Okay, eure Fragen. Florian, als erstes. Ja, ich habe mir gerade mal den Spaß erlaubt, Musikschüler online zu googeln. Und die ersten neuen Ergebnisse erinnern mich jetzt sehr an das, was ihr vorstellt, bis die Musikschule kennt. Was ist eingeben? Und Musikschule. Musikschule online. Online. Und was ist jetzt sozusagen, worin unterscheidet ihr euch von den anscheinend bereits etablierten? Ich habe die Folie aufgemacht und kann ich euch schon sagen. Also online ist erstmal ein weiterer Begriff. Es gibt zum Beispiel, es gibt auch Startups, die wollen Online-Unterricht machen. Wir denken aber, das ist eher eine Erweiterung, so zum, dass man in einem Raum sitzt und das Instrument beigebracht kriegt. Also unser Ansatz ist eher, wir wollen vermitteln, dass deutschlandweit, und wenn es Online-Angebote gibt, dann sollen die vielleicht irgendwann mal als Partner mit hinzugefügt werden, dass man da sich studiert. Aber jetzt nicht nur Online-Angebote dabei, sondern auch. Was gibt es noch für Konkurrenz? Also es gibt, wir haben jetzt mal ein bisschen aufgelistet, es gibt Verband Deutsche Musikschulen, das ist so der Dachverband und die machen aber eher offline Musikschulen. Und wen gibt es jetzt noch? Zum Beispiel My Music Store. Das ist eine generelle Plattform für Musiker, für alle, die sich für Clubbesitzer, die sich generell zum Thema Musik beschäftigen. Ist auch ein bisschen unspezifisch eigentlich. Ich denke, wenn man sich nur auf Bildung spezialisiert, ist das zielgerichtet. MyUn ist eine Leipziger Plattform, die ist auch nicht so richtig aktiv, also da sind keine Schüler drauf. Also es sind alles Recherchen, die jetzt erstmal angestellt werden. Ne? Astoria ist eine Plattform aus Frankfurt am Main, die machen was Ähnliches, was wir machen. Die wollen aber pro Verbindung, also die kriegen eine Provision. Und wir denken, dass wenn man so eine Provision für die Verbindungen von Lehrern und Schülern verlangt, dann kriegt man nicht die kritische Masse auf die Plattform. Das ist das große Problem, wie kriege ich jetzt so viele Schüler und Lehrer auf die Plattform, dass es überhaupt erstmal anläuft. Und wir sehen bei denen, dass es nicht so richtig funktioniert, wenn man von vornherein, ohne den Lehrer gesehen zu haben,
einen Betrag X bezahlt oder schon am besten einen Vertrag unterschreibt und dann einen hohen Geldbetrag überweist, funktioniert nicht so richtig bei denen. Deswegen ist bei uns die Verbindung erstmal kostenlos und für die, die wirklich powern wollen, für Lehrer, die 30 Kids pro Woche haben wollen oder für kleine Musikschulen vielleicht, also die noch ein paar extra Services haben wollen, die bezahlen einen Betrag pro Monat. Welches Instrument spielen wir beide? Also ich spiele Gitarre. Und wo habt ihr es gelernt? Achso, wie jetzt? Ach, das ist doch schön. Ich habe mit Akkordeon mal angefangen in der ersten Klasse und Musikschule Fröhlich, was ein interessantes Konzept ist, weil es Franchise ist. Dann habe ich Gitarre an einer staatlichen Musikschule gespielt und dann habe ich aber auch mal Klavierunterricht bei einer Studentin genommen, so über. Fabian. Wir haben zusammen im Proberaum damals kennengelernt, in der 9. Klasse, glaube ich. Und dann habe ich immer autodidaktisch Musik gemacht und habe dann irgendwann einen freien Musiklehrer über Freundesnetzwerk kennengelernt und habe da Perkussion gelernt von dem. Und das war super. Percussion. Ja, Percussion. Genau, mit Rahmentrommel und so. Und das war. Da kommt noch der Name her. Takadimi, so 4/4. Genau, 4/4-Takt. Kann man sich ganz einfach. So eine indische Rhythmusgruppe. Okay. Ja. Angelika, dann Andreas, dann Thomas, dann schauen wir uns das. Ganz kurze Frage. Habt ihr mal gefragt, wie viel müsst ihr denn mindestens bewegen, damit die Plattform das euch beiträgt? Aber auch keine Vorstellung. Ja, haben wir ein bisschen. Also wenn wir, also es ist so, wir haben das Ganze schon mal getestet in Leipzig. Wir haben ja schon mal eine NVP, wenn wir das so sagen, Minimal Viable Product gemacht. Und haben mit zwei Formularen, also wo sich Lehrer eintragen können und Schüler eintragen können, in Leipzig 70 Lehrer auf die Plattform gekriegt und so 30 Schüler, also unsere Praktikanten übrigens, sind 30 Schüler im Kanal. Und haben auch schon die ersten verbunden. Also es gibt auf jeden Fall ganz relativ hohe Nachfrage. Aber die Frage ist eigentlich, 7000 Lehrer sind realistisch, ein Siebtel, und wenn ein Teil davon sozusagen die 10 Euro im Monat bezahlen wird, können wir leben, sodass wir etwa bei, wir können auch mehr davon leben, grobe Schätzungen bei 1 Million rausgekommen sind in etwa. Wir wollten jetzt nicht konkret so konkret sein. Wir wollten das mal ein bisschen offen lassen, weil es immer spekulativ ist. Man hat dann irgendwie dreifache Millionenbeträge in irgendwelchen Pitches und dann wird nie was draus. Dann lieber ein bisschen das offen halten, als dann irgendwas zu erzählen, was dann, wenn nicht, wirklich gleich wird. Ne? Ja, meine Frage wäre, wie ihr denn die Lehrer und Schüler allesamt erreichen wollt und was für Aufwand ihr da treiben wollt. Oder denkt, das ist gut. Das ja, die ist alles gut. Ja, also die Lehrer, das sind relativ, also malen wir uns relativ einfach aus. Das klingt erstmal einfach, wenn ich das so erzähle, aber wir haben zum Beispiel, es gibt 26 Hochschulen, Musikhochschulen in Deutschland, 26 Unistädte. Und da haben wir jetzt schon ein paar dazu gekriegt, dass wir deren E-Mail-Verteiler kriegen. Also wir haben jetzt so ein bisschen Early Adopters eingeordnet, die man erst erreichen muss. Und das sind die an den Hochschulen, die jungen Studenten, die aufhören zu studieren und anfangen wollen mit Lernen. So. Die können wir so im E-Mail-Verteil direkt erreichen. Auf der anderen Seite haben wir auch, wie erreichen wir die Schüler? Das ist vor allem so vielleicht, also das ist auch die Idee, wir unterstützen eigentlich eher die Lehrer, dass sie Schüler bekommen. Also es ist eher nicht, wir machen beides natürlich SEO, dass wir natürlich bei Google ganz oben sind, da werden wir natürlich unser Beitrag leisten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben die Lehrer auch die Möglichkeit, sozusagen für sich Werbung zu machen. Und das geht über die Headquarters, das hatte Robert schon angesprochen. Die werden können durch uns beispielsweise durch Werbung unterstützt werden oder es gibt kleine Pop-up-Räume sozusagen in verschiedenen Städten. In Berlin gibt es so eine Seite, da kann man sozusagen verschiedene Städte, verschiedene Orte buchen und kann dann dort sozusagen kleine Musikschulen für temporäre Musikschulen einrichten. Und so schafft es auch so eine Online-Offline-Beziehung, die vielleicht ganz gut ist für den Marketing-Effekt. Also man könnte jetzt lange noch drüber. Also ich finde irgendwie ist ja total durchdacht und ist ja alles fertig eigentlich. Ich könnte ja mal anfangen. Ich weiß also nicht so genau, was ihr hier wollt, ehrlich gesagt, weil das ist für mich ist das fertig. Ihr könnt jetzt loslegen, die Konzeptidee ist da. Also mir fehlt ein bisschen der soziale Aspekt bei der Sache. Weil es ist für mich ist es ein ganz normales Businessunternehmen. Du kannst in jedes Gründerzentrum gehen und damit ein Business aufmachen. Wir fördern ja auch keine privaten Musikschulen. Also wenn es einer gemeldet private Musikschule auch, muss ich auch nicht sagen. Das hat einen großen sozialen. Ja, also mir fehlt das ein bisschen. Habt ihr da noch eine? Unser Business wird ja jetzt ein bisschen offen gehalten auch, sag ich mal. Es muss nicht unbedingt finanziert werden von den Menschen.
das kann ich ja, das sind ganz brutale Regeln hier. Aber die haben sich bewährt. Als letztes in der ersten Runde kommt Katja Suske und sie stellt uns das Projekt Free Monkeys vor. Gleichzeitig habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil der Markus hat mir mit auf den Weg gegeben, ich solle das doch alles noch ein bisschen konkretisieren. Das Problem ist aber, dass das, also ich möchte ein Bildungsangebot schaffen, was eben weggehen möchte von diesem Konkretisieren und von diesem, von einem Schema F. Also wenn ich ABC befolge, dann werde ich auch erfolgreich D erreichen. Also im Grunde ein Studium Generale, wo es nicht darum gehen soll, Inhalte zu vermitteln. Also natürlich sind die nicht uninteressant, aber es soll vordergründig darum gehen, mit den Inhalten sich eine Haltung zu erarbeiten für die Fragen und Dinge des Lebens, wo man einfach nicht, wo es nicht die eine Antwort gibt. Genau, in der Hinsicht ist Free Monkeys sozusagen Programm. Dass wir, oh Gott, jetzt hast du den Faden verloren. Anne, hilf mir mal. ja, also wir haben uns auch schon gestritten über den Namen, weil, weil sie gesagt hat, ja, wir sind ja keine Affen. Also wir sind da quasi sozusagen direkt im Thema, was macht eigentlich den Menschen zum Menschen und was unterscheidet ihn vom Affen und was ist für den Menschen in seinem Leben wichtig. Und wie können wir ihn auf seinem Weg und auch in dem Tempo, das er selber finden muss, ihn da unterstützen, ohne ihm irgendwie was aufzuzwingen. Und genau, das ist eigentlich die Idee dahinter, ein Gelände, ein Parcours zu schaffen, wo er eben sich ausprobieren kann und Unterstützung bekommt. Genau. Gleich zu meiner Person noch, also ich bin nicht unbefleckt, ich habe schon das Studium Generale an der Hochschule für 2,5 Jahre geleitet und war da den, hier in Leipzig. Ja, genau, hier in Leipzig und war aber dann natürlich den, den universitären Zwängen unterlegen und musste leider auch die Erfahrung machen, dass die im akademischen Bereich da eigentlich die Tendenz dahin geht, das zurückzufahren. Also da ist die Tendenz immer mehr, immer kompakter, fachliche Inhalte zu vermitteln und eben nicht so das, das Menschwerden zu unterstützen. Genau. Ja, Anne, möchtest du noch etwas sagen? Achso, ja, genau, wegen der Konkretisierung. Deswegen fällt es mir schwer, das zu konkretisieren. Und es wird eben auch sehr davon abhängen, welche Menschen jetzt inwieweit in den nächsten Monaten mit uns zusammenarbeiten. In dem Sinne freue ich mich, im Sommer mit euch zusammenzuarbeiten. So oder so. Genau. Bin ich schon fertig, verdammt. Tja, wenn da jetzt die Fragen kommen, die zur Konkretisierung beitragen. Mich würde interessieren, an wen genau soll sich das Angebot richten, weil diese Person ja wahrscheinlich auch die Gruppe ist, die es euch finanziert. Ja, gute Frage, aber ich kann sie nicht beantworten, weil im Grunde. Es geht uns alle was an, aber das Interesse kann ich ja nicht erzwingen. Also wer Interesse hat, der wird zu uns finden. Ich werde niemanden davon überzeugen, der kein Interesse daran hat, an sich zu arbeiten und sich mit bestimmten Fragestellungen auseinanderzusetzen. Florian, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du persönliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Sozialkompetenz, Empathie irgendwie verpacken, damit Menschen das lernen können. Ja.
Achso, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Starten wollen wir mit einer Seminarreihe zum Thema Menschenbilder. Also wo wir tatsächlich aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Wenn wir jetzt irgendwie auf den ganzen Coaching-Markt, Seminarbetrieb-Markt gucken, der ist ja riesig. Gibt es irgendwas, was du vielleicht jetzt schon sagen kannst, was ihr auf jeden Fall machen werdet? Oder vielleicht irgendwas. Oder irgendwas, was ihr gar nicht machen werdet? Also irgendwas, was euch von anderen unterscheidet, dass wir das ein bisschen besser fassen können? Mein Problem ist wirklich tatsächlich auch ein Artikulationsproblem. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, wenn ich von Selbsterfahrungen spreche, dann habe ich immer die Gefahr, dass ich irgendwie in eine esoterische Schublade rutsche. Wenn ich von wissenschaftlichen Dingen rede, dann habe ich immer so die Gefahr, dass, also, ne, dass es menschenfremd ist, wenn ich sogar Menschen verfremde. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch noch keine bessere Sprache gefunden. Auf alle Fälle ist es das, was ich schon gesagt habe, dass wir wollen jetzt nicht irgendwie ein Schema, also den Menschen in ein Schema stecken. Wenn er das abläuft, dann ist er dupi-dupi vorbereitet auf alle existenziellen Krisen im Leben, sondern wir wollen eigentlich in einen Raum schaffen, wo er sich selber positionieren kann und sich selber ausprobieren kann. Also, Anne, möchtest du? Ja, ich weiß nicht, was du dazu sagen kannst. Was, denke ich, dieses Projekt so außergewöhnlich macht, ist eben die Vernetzung von verschiedenen Disziplinen. Also, wie sehen die Projekte gerade also von einem Referenten der Uni Leipzig über Marx und den Fremden, zusammen mit einem Fremdenkreisprojekt, was auch auf einer ganz anderen organisatorischen Ebene sozusagen geht und dann arbeitet. Und das halt nicht separiert, wie so vieles in der Gesellschaft einfach in so eigenen Schubladen abläuft, sondern dass es in diesem Projekt einfach zusammenhängen kann, also sich selbst reflektiert. Also ich habe großen Respekt vor dieser humanistischen Bildungsidee. Ich habe mich nur gefragt, wie kann man das finanzieren außerhalb, sagen wir mal, der typischen Anbieter solcher Bildungsformate, die in der Regel die staatlich finanzierten Hochschulen sind, also da vor allem die philosophischen Fakultäten. Also wie ist eure Idee, diese Angebote, vor allem auch wenn sie auf einem hohen Niveau sein, stattfinden sollen, zu finanzieren? Also momentan ist es so, wie gesagt, ich habe jetzt schon 3 Dozenten gewinnen können und ich bin tatsächlich darauf angewiesen, dass sie zu Dozenten, also ich habe schon 3 Dozenten gewinnen können und ich bin tatsächlich darauf angewiesen, dass diese 3 Dozenten ihren Lebensunterhalt noch mit einem anderen Standbein decken können und eben selber den Freiraum haben zu sagen, ja, ich biete das Seminar an und wenn es läuft, läuft es und wenn nicht, nicht. Und es wird eine Seminargebühr bezahlt? Ja, genau. Du hast gesagt, du hast das Studium generell in der Uni oder so selber veranstaltet. Du hast ja Erfahrung und Netzwerk, das ist ja schon mal viel. Wie viele Ressourcen hast du jetzt und was brauchst du noch? Also und wie viel brauchst du auch an Finanzierung? Weil stell dir vor, du brauchst gleich einen Raum und dann halt Dozenten und Leute. Vielleicht wie viel Nachfrage hast du? Das kann nicht quantifiziert. Wie viele Leute kommen? Wie viele Räume hast du? Kannst du haben und wie viele Dozenten hast du zu entscheiden? Ja. Also vor allem brauche ich Leute. Also wie viel Seminarteilnehmer hast du? Oder kommen jedes Jahr? Wie war das? Wir sind noch nicht gestartet. Also wir haben das Seminar noch nicht angeboten, deswegen kann ich da jetzt... Und deine Erfahrung nach dem Studium Generale in der Uni? Achso, ne, das funktioniert ganz anders, weil die Studenten müssen am Studium Generale teilnehmen. Achso. Das heißt, es sind ganz andere Mechanismen dahinter. Das kann ich nicht in die Privatwirtschaft übertragen. Von daher, in der Hinsicht habe ich nicht die Erfahrung. Ich habe halt nur... Könnten eine Beziehung zur Uni helfen, wenigstens zum Hörsaal zu kriegen, zum Beispiel abends um 21 Uhr? Ich glaube, das ist weniger das Problem, sondern das Problem ist wirklich eher Leute, die das Ganze thematisch interessieren können, dass das nicht inhaltswert bleibt. Okay. Kennst du die auch? Adi? Aber ein bisschen. Okay. Ja, ich sehe das genauso wie du. Also es ist die Schwierigkeit, bestimmte Kunden zu finden. Weil ja die Kunden gar nicht wissen, was sie erwartet.
Aber das ist ja mal ein riesiges Problem. Ein Kunde, wenn ich in einer Weiterbildung teilnehmen will, habe ich eine Erwartungshaltung. Ja. Wenn ich aber keine haben darf, weil sie mir nicht kommuniziert wird, werde ich auch dort nicht hingehen. Weil ich weiß, wie du über diese Brücke drüber gehen willst, dass du gar nicht weißt, was du dem Kunden verkaufen willst. Das wird vollkommen schön. Achso, ich teile mich noch vor. Also, das ist ja schon konkret. Was ist konkret? Die drei Referenten, die Sie angefragt haben. Ja, das sind ja keine Kunden. Das sind ja keine Referenten. Naja, aber dann weiß man doch, was man aus einem erwartet. Diese Gewerbe stehen ja. Also, die werden ja auch so ausgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, dass die Chance natürlich ist, es gibt natürlich ein unglaubliches großes Angebot an kleinen Anbietern. Also der Therapeut X, der zusätzlich noch ein bisschen Coaching macht, der dort. Aber das ist halt alles nicht so ein ganzheitlicher Rahmen, wo der Kunde weiß, also der Kunde muss immer erstmal zu dem Einzelnen hingehen und ihm sozusagen persönlich begegnen, um zu schauen, ob das was für ihn ist. So, vielen Dank, Katja. Wir machen jetzt eine Pause bis 16:30. Was waren die 15 Minuten? Also 15 Minuten Pause. Nutzt die Zeit, euch eine Erfrischung zu holen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Bis gleich. Ja.